Wir machen uns jetzt langsam und allmählich auf Richtung Endboss. Und hiermit begrüßt euch eure Scarlet Racer zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Zu Beginn eine kleine Vorwarnung. Ab jetzt nehme ich mit Camtasia auf und nicht mehr mit Fraps. Falls das Bild also ein bisschen schlechter sein sollte, tut mir das leid. Lässt sich nicht vermeiden. Es liegt daran, ich möchte besser schneiden. Jetzt beim Finale, dem wir uns gleich stellen werden. Und ich möchte, obwohl sich jetzt ja Veränderungen auf meinem Kanal ergeben haben, bei den Credits die Musik rausschneiden, einfach um sicher zu gehen. Und ja, da werde ich auch weiterhin sicher gehen. Ich wollte jetzt nicht auf Speichern, ich wollte eigentlich was anderes zeigen. Ach so, doch, dass ich auf Speichern gegangen bin, ist sogar ganz gut. Ich wollte nämlich nochmal darüber reden, dass ich ja jetzt noch nicht die ganzen 100% habe, wie ich sie haben wollte. Das hat einen wichtigen Grund. Ihr seht das jetzt in der Kommandosammlung. Ich habe noch nicht alle Item-Kommandos, auch noch nicht alle Abwehrkommandos, beziehungsweise alle Multifokusse. Das liegt daran, dass ich festgestellt habe, im letzten Part habe ich das ja festgestellt, dass die Mirage Arena für mich noch ein bisschen zu schwer ist. Die Zeit ist allerdings knapp und ich kann auch sowieso nicht alles machen, weil ich erst mit Aqua die Storyline fertig haben muss und mit Terra die letzte notwendige Mission freizuschalten, die ich brauche, um Arena Stufe 30 zu erreichen. Deswegen habe ich mich entschieden, ich habe jetzt einen Speicherstand gemacht, der erste in der Linie, den werde ich aufbewahren, ebenso wie den durchgespielten Save, wenn es soweit ist, den muss ich aufbewahren, aufgrund dessen, dass ich da ja noch ein paar Kleinigkeiten nach Aqua machen möchte. Leute, die die Reihe kennen, werden verstehen, was ich meine. Die beiden Saves werde ich aufbewahren. Ich werde auch ab diesem Save weiterspielen. Und ich werde dann nach Beendigung von Aqua Storyline diese Parts nachreichen. Ich werde auch in der Zeit alles zum Leveln und zum Fusionieren und zum Medaillenfarmen benutzen. Das werde ich immer mal wieder zwischendrin machen. Und werde dann dementsprechend schauen. Ja. Ansonsten habe ich mich gut auf den Endboss vorbereitet. Ich bin immer noch Stufe 51. Hier seht ihr mein neues Deck. Ich habe Schallschock im Deck. Ars Solum. Vigra. Blitzka. Schallschock und Mega Äther. Um die Fokusleiste aufzufüllen. Das liegt daran, ich möchte ganz viel mit dem Multifokus arbeiten. Einfach aus dem Grund, es lohnt sich. Und ich muss hier noch statt Gift blocken, was wollte ich denn da? Ah ja, ich wollte K.O. blocken reinmachen, stimmt. Und nicht Gift blocken. Weil mit Gift wird nicht so viel gearbeitet. Ich kenne den Endbosskampf ja. Was die Aktionskommandos angeht, ich habe natürlich Sportsfreund drin. K.O. blocken, Konterstoß, Grätsche, Schallgrätsche, Luftgrätsche, nochmal Schallgrätsche. Obwohl sie momentan mehr oder weniger inaktiv ist und Rachestreich. Multifokus habe ich den Kometenschauer drin. Ich hätte auch sowas nehmen können wie Giftschwall oder Photonenknall, aber ich komme mit der Klasse, zu der Kometenschauer gehört, am besten klar. Das ist die gleiche Klasse, zu der auch der Düsterhagel gehört hat und da bin ich recht gut drin. Da bin ich recht sicher drin und ich möchte einfach sicher gehen. Ansonsten habe ich alle Fähigkeiten. An Kugeln habe ich Charmeur, Lebensspende, Geselligkeit und Glückspilz. Bei Status halt Vitalität, Pyromanie, Eiszeit für die ganzen Resistenzen, Heilkunst, dass man besser mit der Vita-Magie zurechtkommt, Heilkunde für Heil-Items. Ich habe deswegen unter anderem auch ja das den Mega-Ether reingetan, weil das ja auch ein bisschen was erhöht. Dann habe ich Attacke gehasst, Magie gehasst und Kombo-Meister. Ich habe alles drin. Alle Resistenzen, alle Kombo-Fähigkeiten, Esprit, Trotzkopf, Dickschädel, alles da. An die Links habe ich alle bis zum Ende gelevelt, meine ich. Ja, müsste alle bis zum Ende gelevelt haben. Ja, ich habe auch alle die Links. Beim Status kann man das auch nochmal sehen. Ich habe jetzt Arena Stufe 26. 26, weil ich noch versucht habe, Medaillen zu farmen. Und dabei bin ich dann auf 9.999 insgesamt gesammelte Medaillen gekommen. Hier seht ihr im Übrigen auch meine Magie-, Abwehr- und Attackenstats. Man sieht schon, Terra ist sehr hoch im Angriff. 39. An Kommandostile habe ich leider auch nicht alle.
Liegt daran, dass mir unter anderem Eis Fortuna fehlt. Das ist, glaube ich, der einzige, der mir fehlt. Wie gesagt, dazu habe ich mich schon mal geäußert. Eis Fortuna kriegt man ja nur, wenn man bei diesem Spaß in Eistüten ganz toll und super ist und ein Meister und ein Japsis. Das habe ich nicht geschafft. Beim Abschlusskommando behalte ich weiterhin den Genesungsschlag bei. Ich könnte auch den Zerstörerwirbel benutzen, aber Genesungsschlag heilt mich. Und heilen und gleichzeitig noch angreifen. Ah, ich bin ein Fan von sowas. Ich liebe sowas. Ach so, ich wollte noch mal die Eisgrätsche wegmachen, weil ich das hasse, wenn der immer neu steht. So, ich habe eingekauft. Ich bin bereit. Wir haben jetzt 5 Minuten gelabert und wir werden jetzt auf das Finale zugehen. Es werden einige böse Schnitte kommen. Da warne ich euch vor. Das tut mir dann auch dementsprechend leid, aber ich finde, das ist einfach passend. Ja, und wir gehen ihn jetzt lang. Im Schlüsselschwertfriedhof. Ganz sachte. Na, gehen wir ein bisschen schneller. Diesen Weg. Durch die Felsspalte, durch die Sonne scheint. Und wir sehen es schon. Am Ende dieses Ganges sehen wir Schlüsselschwerter in den Boden gerammt. Verrostet mit der Zeit und in den Felswänden. Dort liegt ein neues Areal. Oh, ihr seht es, wie viele Schlüsselschwerter es sind. Es werden jetzt auch Cutscenes kommen, die für Leute, die die Reihe kennen, schon teilweise bekannt sind. Und die sehr wichtig sind. Aber ihr kennt meine Regel, ich werde mich trotzdem nicht muten. Ich werde weiterhin nett meine Kommentare dazu abgeben. Ich würde sagen, gehen wir weiter Richtung Finale. Wir sind bereit. Los geht's. Und das alles noch in dieser schönen Atmosphäre mit der schönen Musik. Ich muss wirklich sagen, wow. Da haben sie sich Mühe gegeben. Wirklich, wirklich. Ja. Da seht ihr es. Reihen von Schlüsselschwertern aneinandergereiht. Und da steht Terra mitten auf der Steppe und sieht zur Seite und... Hey, da kommt Aqua! Sie sieht ernst aus. Ach, herrje. Was wohl jetzt passiert? I was told the master was struck down. Ah, sie weiß davon. Dass Erakus tot ist, mehr oder weniger. Yes, that's right. Jetzt gibt I er ihr was gegenüber stupid and alles helped zu. saying or do it. Ja, war er auch. The Er war einer. master, he tried to hurt Ben. Das stimmt wiederum auch. I only fought because I wanted to protect him. Kann ich verstehen, aber er hat sich dabei auf die But Dunkelheit verlassen. Xehanort set the whole thing up. Auch wieder war. Das Also, stimmt I auch. could awaken the darkness inside me. You were right, Aqua. And so was the master. I did need to be watched. Wenigstens sieht er es am Ende noch ein. I went astray. But no more. Gut zu hören. Ich hoffe, er hält sich daran. What else is darkness but hate and rage? Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again. Tell me, how does that honor our master's memory, Terra? Da stellt sie schon ein paar miese Fragen, aber ich finde, sie hat auch die Dunkelheit sehr gut dargestellt und was Xehanort gemacht hat. Und Ventus kommt jetzt auch noch dazu. Das bedeutet, alle drei sind hier auf dem Schlüsselschwertfriedhof. Xehanort wants me and Venitas to fight. Make some kind of keyblade. Was? Okay. But the master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Was? Darum? I still don't know exactly what it is. Darum wollte Erakus ihn umbringen? But okay. It scares me to death. Even just the thought of it. Kann ich verstehen, das klingt nicht Relax, gut. Ben. We're here,
and we're gonna take care of you. Oh, wie süß. Das ist gut. Wenigstens hat er Freunde. Fight Vanitas after all. Oh oh. If I do, guys, I want you to. The three of us can never be torn apart. All right? Terra versucht ihn aufzuheitern. Das I'll ist always gut. Find a way. Er gibt sich Mühe. Aqua auch. I'm asking you, huh? As a friend. Just put an end to me. Was? Nee. Ich bringe Ventus nicht um. Nein. Nein. Ich bringe Ventus nicht um. Vergesst es. Nein. Böse. Oh. Da kommt er. Der alte Sack. Der Arsch. Und Vanitas natürlich auch. Behold, these lifeless keys used to be full of power. Das kann sein. United with the hearts of their masters. Echt? On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged. Okay, es gab mal einen Schlüsselschwertkrieg. Interessant. Countless keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. Das ist sein Ziel, ein besonderes Schlüsselschwert? Keyblade. Ah, also ging es ihm letzten Endes die ganze Zeit um dieses Keyblade bzw. Sheblade und oh, jetzt geht's los. Au. Das ist übrigens eine der Szenen vom Opening, die man sieht, nur in veränderter Form. Ich konnte euch das Opening ja leider nicht zeigen, aber wow. Das ist jetzt eine heftige Szene gewesen gerade. Aber jetzt erfährt man auch mehr oder weniger, warum Erakus versucht hat, Ventus umzubringen. Aber es war nicht der richtige Weg, trotzdem. Aber dass Erakus sterben soll, das ist scheiße. Und wow, was geht jetzt ab? Ach du Scheiße. Heilige Mutter Gottes, was geht hier ab? Oh, ist das ein harter Kampf. Oh. Heilige Scheiße, hier geht ja ein richtiges Massaker ab. Gut so, Ventus. Oh, Scheiße. Oh. Das ist hier ein richtiges Feuerwerk. Wow. Oh mein Gott, nein, er ist eingefroren und fällt runter und... Nein, bitte. Bitte, Ventus, darf nichts passieren. Ich will noch seine Storyline spielen. Ben, are you okay? Er ist eingefroren. Ach du Scheiße. Was macht er denn jetzt? Irgendwie überschlagen sich gerade die Ereignisse. Eins nach dem anderen. Puh. Oh mein Gott. Da ist was Riesengroßes. Und hey! Ist es nicht? Oha. Okay, jetzt sind wir wohl wieder bei Terra. Das hier war ja gerade sehr, sehr viel Wow auf einmal. Was macht er denn jetzt? Oh, er benutzt seinen Reiter, um hochzufliegen. Okay. Geile Scheiße. Aber jetzt ist es endlich soweit.
Wir werden Aqua und Ventus mehr oder weniger beschützen. Eher Ventus, weil der ja mehr oder weniger das Ziel von Xehanort war. Warum? Verstehe ich allerdings null. Das erfährt man allerdings in Ventus Storyline, die ja hier nachkommen wird. Und hier oben erwarten uns Vanitas und Xehanort. Admirably done. I knew this was a journey you could make. Also hat er so. Wall that divides darkness and er hat sogar die ganze Reise. And I was not wrong, Terra. Oh Mann. My friend. Ven. You tell me, Xehanort. What did you do to him? Why, I did him a favor and freed the darkness inside him. Alas, poor Ventus never had the fortitude for such strenuous trials. Xehanort! Ach du heilige Scheiße. Also hat Xehanort das Ganze von Anfang an geplant. Er hat Ventus seiner Dunkelheit entrissen. Dadurch hat er... Und hat ihn zu Erakus gebracht und hat diese ganze Reise aufgesetzt, damit Terra die Dunkelheit in sich einsetzt. Und jetzt dürfen wir gegen Vanitas und ihn antreten. Ach du heilige Scheiße. Ich geb dir gleich too slow. Ich geh mal ein bisschen auf Xehanort und... Oh shit. Obwohl, nee, prügeln wir lieber erstmal auf Vanitas ein. Wow, was jetzt? Was passiert jetzt? Los, Terra! Reiß sie nieder! Nein! Ach du Scheiße, Vanitas haut ab! Er gibt Fersengeld, dieser Arsch! Los, verfolgen ihn! Ah, shit. You see how powerless you are to save them. Savor that rage and despair. Let it empower you. You Nein, Terra. Pay, Terra, lass dich nicht vom Hass übernehmen. No. My father, Eric, is not enough for you. Leave my friends alone. Yes, boy, that's er sieht Erakus als Vater. More. Let your whole heart blacken with anger! Oh, Heilige. Jetzt rastet Terra richtig aus. Und jetzt dürfen wir Xehanort endlich besiegen. Allerdings muss man sich immer vor Augen führen, es ist nicht gut, dass Xehanort jetzt die ganze Zeit ihm die Dunkelheit wünscht, beziehungsweise ihn immer mehr auf die Dunkelheit zulässt. Und wow, geht der Kampf hier ab. Der kämpft ja hier mit allem, was geht. Aber wir können das auch. Der ist ja, der hat ja fast überhaupt nichts drauf bislang. Bislang hat er gar nichts drauf. Oh, heilige Scheiße. Okay, jetzt kontern wir mit Ars Fatalis. Oh, wir haben ihn fast geschafft. Ui, wir kriegen sogar noch einen HP-Bonus. Wir haben Xehanort besiegt. Nice. Huh. Das war... ein guter Kampf. Bisschen leicht, nach dem, was ich alles so in der Mirage Arena hatte. Tja, alter Mann, jetzt liegst du am Boden. Geben wir ihm den Gnadenstoß. Wow, was ist jetzt los? Oh oh. There, you see? Nein. Bitte, da darf jetzt nichts passiert sein. Bitte, bitte. The Keyblade has been forged. Nein! Ventus! Now, fuck!
It is time for the final union. Was? Er will in Terra rein. Oh, oh Gott, das klingt gerade so falsch. Out with the old and brittle vessel and in with a younger, stronger new one. Jetzt verstehe ich, was er vorhat. Er will Terras Körper, weil er jung ist und voller Dunkelheit. Oh Mann. And be there to see what awaited beyond the Keyblade War. And now it is your darkness that shall be the arc that sustains me. Ich verstehe. Aber hoffentlich kann sich Terra. Oh nein! Er hat versucht, seine Rüstung zu beschwören und trotzdem hat Xehanort es irgendwie noch geschafft, weil das sieht man an der dunklen Aura und er stirbt. Er ist tot. Oder wie sehe ich das jetzt? Aber die Rüstung, sie fällt ab. Ach du Scheiß. Und das Schlüsselschwert auch und. Oh nein. Hat er es etwa geschafft? Bitte nicht. This heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness and also end. The heart is no different. Scheiße. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, oh nein, every oh, heart Terra. Returns to the darkness whence it came. Nein. Bitte nicht. Scheiße. Alter, es muss doch was geben, dass wir... Was? What? Ja, ich bin genauso erstaunt wie du. Du silberhaariger Vollidiot. Jetzt wird's interessant. Weil wir uns dir nicht unterordnen, du Arschgesicht. Sorry, der musste. Wir kämpfen bis zum Letzten. Und hört euch gerade die Musik an. Aber leider werde ich gleich etwas sehr Böses tun. Ihr könnt es euch schon denken. Besiege Xehanort, der Terras Körper übernommen hat. Aber erst im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bye, bye.